Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse und die Zeichen stehen auf Umbruch. Politischer Wandel steht an, politischer Wandel an der Spitze des Landes steht an. Also astrologisch ist momentan diese Zeit, vielleicht hast du mein letztes Video gesehen, dass die Mai-Energie sehr viele Türen öffnet, steht die Zeit auf Wandel und zwar, und da kann ich gleich einmal beruhigen, auf positiven Wandel. Und warum ich das so herleite und warum ich das jetzt auch mit ziemlicher Bestimmtheit sagen kann, das schauen wir uns jetzt einfach astrologisch an. Wir nehmen jetzt einfach mal das Horoskop von Österreich her und das unter Anführungszeichen Geburtshoroskop von Österreich beginnt natürlich mit dem Staatsvertrag. Und wenn wir uns den Staatsvertrag anschauen, dann sehen wir, dass Österreich da eine Stiersonne hat. Und diese Stiersonne bedeutet natürlich, dass Österreich als Volk, als Land, als Seele diese Realitätsnähe hat, diese Liebe zur Materie, zum Konkreten, zum Aufbauen, zum etwas Schaffen. Also einfach ein sehr starker Erdgeist wählt da. Weniger die große Innovation, sondern mehr so dieses Bewahren, Erhalten, das Konkrete, also besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, das wäre so ein Sprichwort, das man da anwenden kann. Und als Führung eines Landes, als politische Führung eines Landes ist dann in so einem Horoskop immer so ist die Sonne zu zählen. Und die Sonne, wie gesagt, ist eine Stiersonne auch. Und da geht es auch darum, eben so beim Volk Werte zu erhalten, Werte zu schaffen und da auch für einen gewissen Wohlstand zu sorgen. Das wäre eigentlich so der Geist der Politik. Wir haben allerdings in diesem Horoskop so ein bisschen im Schatten rein, den Pluto im Löwen, der immer so eine gewisse eigene Agenda schmiedet. Und wenn man jetzt diese Uhrzeit da annimmt, dann wäre das so ein bisschen so im Zwölferhaus, also ein bisschen so die Macht aus dem Hintergrund heraus. Das nächste, was drinnen ist, ist die Opposition zum Saturn. Das heißt, der Saturn steht im Skorpion, im Geburtshoroskop Österreichs, in Opposition zur Sonne. Das heißt, die Politik hat als Gegenpol die Legislative, hat das Gesetz, das Recht als Gegenpol und als Korrektiv natürlich auch. Jetzt steht aber dieser Saturn da im Skorpion. Das heißt, das ist oft die Idee eines Rechtsstaates, der da hinwirkt, aber der oft nicht so ganz dann greift oder vielleicht auch manchmal etwas zu spät greift, könnte man da rein interpretieren. So, das ist mal so diese Grundkonstellation. Um einen der letzten großen politischen Umbrüche in Österreich anzuschauen, habe ich jetzt als Beispiel mal die Ibiza-Affäre hergenommen. Und da vielen, vielen Dank für einen treuen Follower, für die Inspiration. Ich freue mich da immer, wenn ich was umsetzen kann bei Videos. Also vielen Dank und gerne weitere Inputs schicken. Ich bin immer wieder überrascht und gespannt auf was für tolle Ideen da die Community kommt. Ja. Also, Ibiza-Affäre. Du erinnerst dich vielleicht, also ein Video, ein Abend einer Party wurde gefilmt und da wurden halt Themen besprochen, die nicht so demokratiefreundlich waren, sagen wir mal so. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hat denn Ibiza mit der Politik gemacht? Also wenn man das Horoskop der Ibiza-Affäre hernimmt, wie das alles publik geworden ist. Was ist denn da passiert mit Österreich? Und da sehen wir, dass die Sonne, Österreichs Sonne, ein Trigon von Pluto hat. Also das heißt, der Pluto von dieser Ibiza-Affäre macht da wirklich ein Trigon hin zur Sonne Österreichs. Und jetzt haben wir ja wir waren da noch bitte von Lockdowns entfernt, nicht mehr lange, aber wir waren entfernt. Und wir haben aber diese Energie Pluto in Steinbock natürlich schon gehabt. Und Pluto in Steinbock ist ja auch noch einmal so diese transformative Kraft auch des Rechtssystems. Ja? Und da will natürlich dann auch in der positiven Form so quasi so dieser Pluto alles, was nicht rechtens ist, transformiert wissen. Und diese Energie macht da jetzt quasi ein Trigon oder machte damals ein Trigon auf die Sonne hin. Und deshalb heißt das ist eine positive Transformation. Trigon ist positiv zu werten. Ist also eine positive Transformation der
politischen Spitze der Regierung. Also da passiert auf jeden Fall ein Transformationsvorgang, der durchaus positiv zu bewerten ist, weil da etwas korrigiert wird. Ne? Was natürlich auch noch dazu kommt, ist dass dieser Pluto ein Quadrat zur Venus macht. Also das ist einfach so, das hat schon so die Ideologie sehr stark aufgewirbelt, also so im Land natürlich auch, hat sehr viel ins Rollen gebracht. Und das ist natürlich immer so ein Transformationsprozess, ist immer mit gewissen Abschieden, gewissen Schmerzen natürlich verbunden. Aber es war, wie gesagt, ein notwendiger Wandlungsprozess und ein als positiv zu betrachtender Wandlungsprozess. Und jetzt in der aktuellen Zeit gerät Österreichs Spitze, politische Spitze wieder in den Fokus, nämlich in den astrologischen Fokus. Und ich habe ja schon in einem früheren Video in der Jahresvorschau darüber gesprochen und auch in der 10-Jahres-Prognose, das Video findest du auch hier am Kanal, habe ich ja schon darüber gesprochen, dass eben im Mai sich an der politischen Spitze des Landes in der Politik etwas ändern wird. Und nun haben wir ja in jüngerer Vergangenheit quasi diese Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier gehabt, und die hat natürlich komplett die Sonne Österreichs wieder erreicht und auch beeinflusst. Das heißt, es sind positive Wandlungsenergien in der politischen Spitze auf jeden Fall jetzt zu vermerken und auch plötzliche Wandlungen durch den Uranus wieder. Also das ist eine Zeit, die auch politisch stark aufgeladen ist, und durch diese Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier betrifft sie natürlich die Führung Österreichs, die politische Spitze Österreichs, und da wird es natürlich dann auch spannend, was wir da sehen werden, was wir da erleben werden. Und das ist etwas, da denke ich jetzt natürlich an die EU-Wahlen, jetzt auch dann diese Geschichte jetzt, was da mit dieser grünen Spitzenkandidatin hochkommt und wo wieder auf einmal Dinge ja sich wandeln, wo Dinge auf einmal wieder anders scheinen oder wieder in eine andere Perspektive gerückt werden. Und das ist eben dieses politische Klima. Und was ich damit auch noch einmal dir mitgeben möchte, ist, egal, wenn du jemand bist, sagen wir mal so, wenn du jemand bist, der immer sagt, ja, die da oben und die lenken uns alle und wir da unten, wir sind die Kleinen, wir sind nicht so klein, und keiner entrinnt eigentlich dann so diesen kosmischen Zusammenhängen, keiner kann seinem Schicksal wirklich entrinnen. Und der Wandel geschieht permanent. Es fließt immer etwas weiter. Und es gibt immer Veränderung. Und es gibt immer ein Regulativ. Das heißt, ob du das jetzt Karma nennen willst, ob du das jetzt wirklich so einen astrologischen Rhythmus nennen möchtest, dass jemand eine Hochzeit hat und dann natürlich wieder einen Niederfall, dass es einen Wandel gibt, dass es Dinge gibt, die schlimmer werden, aber auch Dinge, die besser werden. Also diesen Rhythmus, auf diesen Rhythmus, da vertraue ich einfach und da verlasse ich mich auch drauf. Und da möchte ich auch dich einladen dazu, vertraue diesem Rhythmus, und keiner kann diesem Rhythmus quasi wirklich entgehen. Und jetzt haben wir diese Zeit in Österreich an der Spitze, dass sich da wieder ein Wandel tut, dass da wieder etwas passiert. Und ich bin gespannt, was wir jetzt so die nächste Zeit noch sehen werden. Und ja, warten wir es mal ab. Ich habe selber natürlich, ich weiß es nicht, ich weiß es selber nicht, ich kann es jetzt nur astrologisch deuten. Und wie gesagt, wir haben uns angeschaut, Ibiza hatte da diese Auswirkung der Transformation im Positiven, und jetzt haben wir eigentlich eine plötzliche glückliche Entwicklung auch im politischen Geschehen, im politischen Zirkus, an der Führung eines Landes, in der Regierungsspitze. Also mal schauen, was sich da tut. Ich wünsche dir eine gute Zeit, und ja, beobachten wir es einfach, was sich da tut. Danke fürs Dranbleiben. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal für weitere astrologische Infos, oder vielleicht interessiert dich ja selber mal eine persönliche astrologische Prognose. Dann freue ich mich natürlich, wenn du dir einen Termin vereinbarst. Und ja, bis dahin sehen wir uns hoffentlich bald wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Reni. Tschüss.